Hallo meine Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, endlich ist es soweit. Mach endlich mein aufgebrauchtes, wo schon im alten Jahr. Ich bin einfach nicht dazukommen. Ich habe am Start meinen neuen Sack, da kommt jetzt alles rein, weil ich habe wirklich jede Menge. Und ja. Dann fange ich mal an. Also einiges habe ich da außen stehen. Ich sage was dazu, wie ich das gefunden habe, ob ich mir das kaufen würde, ja oder nein. Und ja. Und dann starten wir mal mit den Sachen, die da außen liegen. Und zwar von Sios Volume Lift, dieser Volumenschaumfestiger. War sehr gut, würde ich mir jederzeit wieder nachkaufen. Ich glaube, ich habe sogar noch einen. Ja, in Gebrauch habe ich noch einen von Sios, weil ich die wirklich gut finde. Also, ja, das war für mich der einzige und wirklich der extra starke Halt, die 4, ja. Genau, also das war sehr, sehr gut. Würde ich jederzeit wieder nachkaufen und ja. Ist leider leer. Leer oder ja, letzte Rest. Ich von M-Asam Pure Vitamins, die Super Antioxidant Tagescreme. Mit Lichtschutzfaktor 15, 100 ml. Ja. Da muss ich sagen, ich habe die Nachtcreme gehabt, die habe ich relativ schnell aufgebraucht. Die Tagescreme ist mir zu fest. Jetzt ist mir auch runtergefallen, ist kaputt da geworden. Und jetzt lasse ich den letzten Rest, den mag ich auch nicht mehr verwenden, schaut nicht mehr schön aus und ja, fast aufgebraucht. Aber die Creme ist mir von der Konsistenz viel zu dick. Die ist nicht eingezogen und für der Nachtcreme, ja okay, habe es auch ein paar Mal verwendet, aber als Tagescreme, nee, geht gar nicht. Und, nee, sorry, geht überhaupt nicht und ist nicht mein Dings, würde ich mir nicht nachkaufen. Die Nachtcreme, ja, ne? M-Asam ist an und für sich sehr, sehr gut. Ich mochte die Konsistenz von dieser Creme nicht. Viel zu dick, viel zu fest für eine Tagescreme, finde ich. Das ist mein Empfinden, ne? So, dann fangen wir an mit der Tasche. Scheiße Tasche. Und da fangen wir an. Und zwar, ja, was ziehe ich jetzt da? Skin Visibles. Ah ja, 50 Sun Celebrator. Ja, das Lichtschutzfaktor für den Körper, so Lotion. Ist mir ausgelaufen, habe ich umfüllen müssen. Seht ihr? Ja. Sorry, so geht's nun mal. Habe ich umfüllen müssen, ist ausgelaufen, ist für den Körper, ist eine ganz, ganz dünne Lotion ist das. Also ich habe es da reingefüllt, da ist nicht mehr viel drin. Habe schon ein paar Mal verwendet, ist nicht so meins. Also der Geruch nicht und ja, ist nicht so meins. Und dann kommen wir, also das war, habe ich in einem Dings drin gehabt, in einer Box, aber das ist jetzt nicht so, das ist auch ohne Mikroplastik, ja okay. Hoher Lichtschutzfaktor mit 50, ja, für den Körper und ja, klar, wasserfest, okay, wenn man ins Bad geht, vielleicht, ich gehe ja nicht schwimmen und so, ne, von daher, ja gut, ich mag es jetzt gar leer, ja, und dann, oder ich tue es ganz entsorgen, ich weiß noch nicht, ich bin nicht ganz so begeistert von dieser Lotion, auch der Geruch ist nicht so, das ist auch, es geht, ja. Na, vielleicht verwende ich es jetzt.
Dann kommen wir dazu gleich zu den Produkten. Da habe ich das reingefüllt, weil das ist mir auch leer gegangen. Das Pink Pomelo Dusche, die große davon, Treadle Moon. Ne? Ja, die hatte ich in der Bingbox drin. Die war sehr gut, schön frisch gerochen und ja. Die ist leer geworden und ja, wie gesagt, die habe ich jetzt zweckentfremdet und habe diese Lotion da eingefüllt. Ja. So, dann kommen wir als nächstes zu einem Cien Power Haarlack. 5 ultra stark Vitamin Power Formel. Verbessert den Zustand geschädigter Haare. Weiß ich nicht, ich habe kurze Haare. Und von daher, dass die mir halten, brauche ich Haarspray. Ne? Ich fülle sie jeden Früh hin, aber ich brauchte Haarspray und ja, es ist vegan. Es war nicht schlecht, es war, ja, es gibt bessere, ne? Aber hat seinen Zweck erfüllt. Ich tue das ja abends immer als Haarspray ausbürsten, ne? Also von daher, ja, ist halt ein günstiges Haarspray. Nicht, dass man sagt, Dings, aber ich bin nirgends anders reinkommen, darum habe ich das mitgenommen. Von Baby Love Sensitive Feuchttücher, da sind 80 Stück drin. Nehme ich immer fürs Grobe abschminken, ne, bevor ich da, oder für Swatches entfernen und. Finde ich gut für den Preis, ne, also ich sehe das immer nicht ein, dass ich da die teuren 25 Stück kaufen soll für 1 Euro oder so, also kommen die billige, die kaufe ich im 3er oder 4er Pack, wo das ist und das kostet mir dann 2, 3 Euro, die 4er Pack, aber das reicht, ne? Weil das sind 80 Stück jeweils drin. Ja, oder wenn meine Enkelin kommt, die braucht auch immer Feuchttücher. So, da habe ich noch ein Produkt liegen und zwar von NYX Setting Powder, ist mir auch leer gegangen. Ja, ich habe auch dekorative, da ist zwar am Rand, ist noch was drin, ne? Sonst seht ihr, habe ich alles leer gemacht. War ein sehr gutes Setting Powder, das hätte ich jetzt rauskratzen können, in der Mitte pressen können. Das wollte ich jetzt, haben wir gedacht, das habe ich nicht nötig, das kommt jetzt weg, weil ich habe genügend Puder. Aber das war gut. Translucent, ja, Finishing Powder. Es war sehr gut, hat gemacht, was es getan, hat getan, was es sollte. Setting, ja. Es war fein, es war sehr gut, es hat nicht geweißelt. Es war für mich ein gutes Puder von NYX. Ich würde es kaufen, aber wie gesagt, ich habe so viele, ob das Transparentpuder oder lose Puder sind. Die muss ich erst einmal leer machen, aufbrauchen. Da ist der Deckel schon kaputt gegangen, von daher habe ich das jetzt damit extra her, weil das geht nicht mehr zu. Ja. Das ist immer von dem Puder bei mir, dass die Deckel immer kaputt gehen. Ja, dann haben wir hier mal leer gemacht. Von Isana Wasserspray, das nehme ich immer zur Make-up-Fixierung oder im Sommer auch zur Make-up-Fixierung steht er drauf, war gut, war ein kleines, war gut, habe ich verwendet, sehr gern sogar und ich mag solche Wassersprays, ist leer. Hier habe ich, was da alles drin ist, so, darf ich nichts unterschlagen, so, ja, brauche ich nichts zu sagen, ne? Kosmetiktücher trocknen, leer, die kommen extra, die werden extra entsorgt, ja, so, ja, leer oder aufgebraucht. Weil nicht mehr schön ist so ein Duschpuffel, die mag ich ja sowieso auch super gerne. Und ja, von daher immer wieder werden die gekauft und ja,
Ich mag die. Wie sagt man, tauscht die ja immer wieder aus. Leer gegangen ist von Kylie's Skin. Bei Kylie Jenner Eye Cream, eine Augencreme. Ja, meistens ist da überhaupt noch was. Ja, ja. Nee, die ist leer. Die ist total leer, bringt nichts mehr raus. Naja, war nicht so der Burner. Also ich war froh, als sie leer war und ja, gut. Hat gepflegt die untere Augenpartie. Gibt aber bessere und zur Zeitbenutzung habe ich ja viel bessere. Aber die, ja. Ach Gott, man hat so viele Sachen und man weiß gar nicht mehr. Das ist auf jeden Fall, weiß ich, dass für den Preis das nicht gerechtfertigt ist. Das würde ich nicht kaufen. War in einer Box drin oder Dings. Aber kaufen würde ich mir das nicht. Nochmal eine Augencreme von Shiseido, das von Netto. Antifalten, Q10, Expert Hyaluronsäure und Omega-Komplex. Ja, ist auch total leer, geht nichts mehr raus, 15 Milliliter. Ja, wie gesagt, hat gepflegt. Ich habe die morgens immer verwendet, auch genau wie die Kylie Jenner. Die sind nicht so reichhaltig, diese Cremes, und für morgens, wenn ich dann Make-up mache oder so, ne, dann, ja, nee, es ist halt, ja, man muss es ja nicht unbedingt haben, aber man macht halt Augencreme, muss bei mir immer sein, ja, von daher nicht, dass ich sage, ein Produkt, das die Welt verbessert. Nein. Von Syoss habe ich Volume Haarspray in klein leer gemacht. War auch sehr gut. Habe ich geliebt. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich das in einer Box drin gehabt oder irgendwie mal. Ich weiß es nicht. Oder auf jeden Fall ist es leer. Und es war, ja, sehr gut. Wie gesagt, Syoss mag ich. Und ja, dann habe ich leer gemacht, weil ich habe mir auch am Weihnachten auch den, für mich habe ich den selbst ausgepackt, den von Yves Rocher Adventskalender. Der war dann im Angebot und da waren so kleine Fläschchen, das ist Intensiv Hydrating Serum, da habe ich das Deckel verloren, ist auch leer gegangen, war nicht schlecht, das war halt ein Serum, ja, mit grünem Tee, Facial Serum, ja. Hydrating, ja, und Hydrating oder Feuchtigkeit ist für mich immer gut, es war schnell leer, weil es bloß ein kleines Ding war, also, ja, von daher. Nochmal leer gemacht habe ich von Avon, Naturals Vibrant ist ein Body Spray, ja, war gut, Orchidee und Blueberry, also man kann das ja auch als Fixing Spray fürs Make-up verwenden oder als Primer Spray, geht auch, war gut, ich habe es geschenkt bekommen von Avon, weil, ne, wie gesagt, ich komme da so nicht ran. Und von daher, aber ich fand es gut. Dann leer gemacht, ja, von Alverde, diese Ampullen. Ja, 7 Tage Ampullenkur, ich habe sie nicht jeden Tag gemacht, klar, mit Bachblüten, Auszeit, ja. Waren sehr gut wie alle Ampullen. Ich liebe Ampullen und von daher, ja, 7 Stück drin. Müssten ein paar Ampullen auch noch drin sein. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Waren gut für den Preis von Alverde Naturkosmetik. Ja,
Es war gut. Ich kann nichts Nachteiliges sagen, hat nichts Böses gemacht mit meiner Haut. Ja, man hat halt immer das Gefühl, man tut was Gutes, ne? Von daher. Nochmal ein Duschgel leer gegangen, auch von Avon. The Senses Moisturizing Peaceful Reflection Oriental Orchid Raspberry Shower Cream. Ja. War sehr gut auch. Duft war sehr gut und ja, wie gesagt, ist leer. Habe ich zwei Duschgels leer gemacht und ja, die sehr gut waren. Ich glaube, ich habe noch kleine, ich weiß es nicht. Ja. Da haben wir dann Dresden Essenz Körpercreme. Ja, Pfingstrose, Jojobaöl, das war ein kleines Dings. War gut, ja. War nicht schlecht. Dann habe ich von Catrice Hydro Overnight Mask, 5% Squalan, 20 Milliliter. Bin froh, dass es leer ist. Ich würde es mir nicht mehr nachkaufen. Ich glaube, die hatte ich auch in der Box drin. Sie hat zwar Feuchtigkeit gespendet und das soll man ja dann über Nacht drauf lassen. Aber das hat geklebt. Und ich mochte das Gefühl nicht. Und ja. Nee, war nicht so meins. Also, über Nacht dran lassen und morgens halt abspülen. Ja. Habe ich gemacht. Über Nacht einwirken, aber es hat so geklebt und es war für mich keine gute Konsistenz. Von daher, es ist leer. Brauche ich aber nicht kein zweites Mal mehr. Ne? Also war für mich nicht so der Burner. Da gibt es bessere Masken. Sebastian Reshaper Professional. Ah, strenge Halt Haarspray. Ah, genau, wieder ein Haarspray leer gegangen. Ein, ja, kleines, hat ja nicht lang gehalten, ne? War gut, ja, war halt Haarspray, dass, wie gesagt, meine kurzen Haare in Form gehalten werden und von daher, ja, war glaube ich auch in der Box drin. Einen Moment bitte. So. Jetzt, ja. Ich habe gedacht, ich habe noch ein leeres Haarspray, habe ich aber nicht mehr. Passt schon. So. Dann habe ich, was habe ich hier leer gemacht? Ah, Baby Love, leichtes Shampoo. Ja, da müsste ich dann das Öl auch noch drin haben. Ich mache aus Babyshampoo und Babyöl einen Augen-Make-up-Entferner selber. Habe ich sogar schon mal ein Video drüber gemacht. Funktioniert bei mir super. Also ich mache das immer wieder. Ich fülle das immer wieder auf. Ich hebe da meine Balea-Dings auf. Von daher, mal schauen, ob ich da das Babyöl auch noch drin habe oder ob das noch nicht leer ist. Ja, auf jeden Fall war es gut, weil das mild ist, ne? Baby, ihr könnt ja Gnaden oder Bübchen oder was anderes auch nehmen. Aber ich nehme halt die günstige und das hält ja ewig. Ne? Ja, für Augen-Make-up-Entfernung machen. Kaufe mir ab und zu schon mal einen, aber nicht mehr so viel. Dann habe ich von Balea ein Reinigungsöl mit, also mitgenommen. Leer gemacht, war sehr gut. Ja, gibt es gar nichts, schnelle Reinigung. Auch bei wasserfestem Make-up mit Arganöl. Ja. Ja, ich habe zurzeit wieder in Anwendung. Was immer wieder für mich gut ist. Und ja, ich immer wieder verwende sehr gerne.
Von daher kaufe ich das auch immer wieder nach. Ich habe ja schon das nächste draußen stehen, von daher, ja, spricht es für sich, ne? Dann haben wir hier Dresden Essenz Pflegebad, genau. Beruhigend, da habe ich das gleiche mit Pfingstdings wie diese Body Creme, da Pflegebad durch ins Wasser rein, Fußbad machen mit dem Schwamm, dann auch ein bisschen den Körper mit abwaschen, Wändle. Ne, hab da so große Plastikwändchen, das kommt in meine Dusche rein, das setze ich mir rein und dann kommen die Füße da rein und dann kommt dann halt, dass ich meinen Körper damit wasche, so tue ich das auch mit verbinden, ne? War sehr, sehr gut, ja. Und nicht schlecht von Dresdner Essenz. Dann habe ich von Revolution 2% Hyaluronikacid. Ja, Hyaluronsäure leer gemacht. War sehr gut, ja. Kommt's weg. Sorry. Oh, Entschuldigung. Uiuiui, geht's wieder los. Nee, war sehr gut. Das habe ich mal vom Dresch- und Wanderpaket raus. Ist leer. War prima. Würde ich mir nachkaufen. Geht's weiter. Ja. Hab ich von Deckendenk mit Allzwecktücher. Solche Allzwecktücher, die habe ich immer wieder zu Hause mit Granatapfelduft war das. Es war eine limitierte Edition. War sehr gut. Kaufe ich mir auch immer wieder nach. Ich nehme ja nicht für immer jeden Tag diese Tücher, nur ab und zu mal. Und sonst nehme ich die Tücher, die Putztücher, Mikrofaserputztücher, die man auch waschen kann und so weiter. Ne? Aber ab und zu verwende ich mal so Dinge. Die reichen ewig bei mir. Ja. Dann habe ich eine, ja, Badetablette, so eine kleine war das. Da habe ich Fußbad mitgemacht. Ja. War auch nicht schlecht. War auch meine, so eine Box drin. Ich glaube Pinkbox, ich weiß es nicht mehr. Pink oder Glossybox, keine Ahnung. Das nächste Produkt, Apalea Augen Make-up Entferner. Ja, da habe ich mir mal einen gekauft. Der ist leer geworden. Der war sehr gut ohne Alkohol, ne? Zwei Phasen ist das mit Öl haltig, aber mache ich ja selber, wie gesagt. Ich habe schon ein paar, wo ich meine Dinge drum komme, das jetzt weg, habe ich mir gedacht, weil ich habe ja auch von Balea und andere habe ich auch mit Abentferner solche leeren Dinge, wo ich das selber mache. Wie gesagt, also, ja. Ein Nagellackentferner von Ebelin, Aloe Vera Duft für intensive Farben, ja. Sehr gut, für kleines Geld, ist immer sehr, sehr gut, mag ich. Kaufe ich immer wieder nach von Balea, ja. Leer gegangen oder nicht mehr geht, eine Zebrafeile, eine Nagelfeile, ja, das haben wir auch immer wieder von Balea, Vitamin C Konzentrat, diese Kapseln sind leer gegangen, so, die kommen immer extra, was Papier und Plastik ist, ja, Eye Matrix von Biotulin, ja, war bloß so ein kleines Ding, habe ich auch leer gemacht, es schaut so voll aus, geht aber wirklich nichts mehr raus, oder? Da kommt noch was, Was sind gut, so leichte Dings, ich tue so mal daher, da kommt nämlich jetzt wieder genügend raus, finde ich. Naja, Icona Ray of Light Concealer, ja, habe ich auch mal, das war, ja,
Den hatte ich auch einmal in Glossybox, glaube ich. Fand nicht so gut als Concealer. Nee. War halt, als ob es 10 Milliliter waren da drin, war schnell leer. Aber es war halt, als ob man gar nichts drauf hat. Ne? Nee, war nicht so mein Fall. Ein Concealer muss ein bisschen mehr abdecken, als was der getan hat. Ja. Dann haben wir ein Fahr Ipanema Nights mit Maracuja-Extrakt und Nachtjasminduft, Antiflecken-Deodorant natürlich, muss auch sein. Ne? Ja, es war sehr gut. Mag ich sowieso gerne auch die Düfte und ja, ich habe da immer mehrere da. Würde ich immer jederzeit nachkaufen. Wie gesagt, von Fahr immer wieder. Von L'Oreal, Elnett, natürlich ultrafeines Haarspray. Ja, die gehen bei mir weg wie warme Bäcker, wie warme Semmeln. Nun, die Haarsprays, ja, spinnenleichtes Ausbürsten war sehr gut von L'Oreal, Elnett, ja. Intensives Volumensteiger halt. Wie gesagt, es war sehr gut. Ich habe wieder Haarsprays, aber ja, ich mag das. Leer gemacht habe ich diese Kerze. Berry Smoothie. Ja, die ist total leer. Also kommt auch weg, ja. Das kommt aber in Glas Dings rein, ja. Dann haben wir hier von Nivea ein Deo Roller, haben wir hier, ja. Fresh Flower, 0% Aluminium, war sehr gut, langanhaltende Frische, 48 Stunden, naja, 48 Stunden. Man wäscht sich ja und duscht sich ja dazwischen rein, ne? Also bitte, ne? Von daher, ne. Ist gut für mich, ja, 0% Aluminium, bei vielen funktioniert das nicht, bei mir schon, weil ich bin in einem Alter, da habe ich keine Hormone mehr, die verrückt spielen können, weil das sind nämlich nur, wenn man noch in der Blüte seines Lebens steckt, würde ich sagen. Und da sprießen dann die Hormone noch und spielen verrückt. Ne? Und dann brauchen halt die Frauen oder die Leute einen besseren Schutz. Bei mir ist das nicht mehr der Fall. Ich bin schon verwelkt und von daher hält es an. Ne? Keine Hormone mehr, die verrückt spielen können oder tun. So. Auch Glas, das kommt auch weg. Eine Handcreme von Camille, die war sehr gut. Ich liebe Camille Handcreme sowieso. Ja, Hand- und Nagelcreme, genau. Das war so kleine Düble, habe ich auch. Das war als Geschenk im Dresch- und Wanderpaket mal drin. Ja, leer gemacht, kann man nichts Schlechtes sagen. Camille Hand- und Nagelcreme würde ich immer wieder kaufen. Ja, das sind die Palea-Konzentrat-Dinger. Ja, das ist von dort zu den Dings da. No? Ja. Dann haben wir, ja, fürs Gesicht Lichtschutzfaktor 50. Jo. 4 Stunden wasserresistent, weiß ich nicht, auf jeden Fall fürs Gesicht 50, Lichtschutzfaktor 50 habe ich leer gemacht, war gut und ja. Ja, wie gesagt, Lichtschutzfaktor habe ich auch mehrere und müssen immer bei mir sein. Na, von daher, ohne Lichtschutzfaktor geht bei mir gar nichts mehr, auch im Winter. Ne? Balance Me BHA Exfoliating Konzentrat, 30 Milliliter, ja, war gut, habe ich gemacht, das war so ein chemisches Peeling, jetzt Lotionform,
habe ich noch eins draußen, es war in der letzten Box auch drin. Ist sehr gut, ja. Bin froh, dass ich jetzt noch eins habe und das habe ich auch schon in Benutzung. Jo. Dann haben wir, ja, feuchtes Toilettenpapier. Ganz schlicht und ergreifend. Gut und günstig von Edeka, Camille, war gut. Der Geruch war gut, ja. Und wenn auch immer wieder nachgekauft und man hat das Gefühl, man ist sauberer unten, ne? Ja. Ah, Wattepads sind mal wieder leer gegangen. Bei mir gehen ja nicht mehr viel Wattepads leer. Das war jetzt in die ganzen Monate, oder wo ich das letzte aufgebraucht gemacht habe, war das, ist das das Einzige. Also seitdem ich diese Abschminkpads, die waschbaren, verwende, brauche ich selten Wattepads. Ne? Also von daher, hier haben wir von Slushy Apple von Bilou ein pflegender Cremeschaum. Ja, der ging nicht mehr. Der Geruch war nicht gut. Schaumlotion ist es, ja. Ich glaube sogar noch was drin. Es war so schrecklich, der Geruch für mich, so muffig nach Apfel, nach alten Apfel und nee, ging gar nicht und Pflege nicht und der Schaum, der ging auch gar nicht mehr, da hast schütteln können, was gewollt hast und es kam dann nichts mehr raus, so, ne, und ich mühe mich da ab und dann kommt nur ein bisschen raus und der Geruch ist wirklich, ja, nach ein paar Mal kriegst du dann ein paar bisschen sowas raus und das ist kein Schaum, das ist dann flüssig, also, bäh, nee. Hm. Ja, wie, boah, das geht gar nicht, der Geruch. Richtig muffig. Boah, nee, der kommt weg. Ich habe andere noch von Bilou, die gut sind, aber denn nicht mehr. Also das Wort. Dann haben wir hier von Alle Firming and Lifting Neck Creme. Ja, war sehr gut, war so ein Massagedings dran, wofür für Hals und Nacken. Würde ich mir nachkaufen tatsächlich. Habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Ich brauche sowieso wieder eine. Die ist sehr gut gewesen. Ja, 14 Tage Firma. Ja, es war gut. Also das Gefühl hatte ich, dass es glatter geworden ist. Ne? Ja. Ich würde es, wie gesagt, ich habe es nicht mehr gesehen. BB abgeschminkt, da habe ich mal 5 in 1 sanfte Mitzellentücher. Habe ich mir mal welche gekauft, da war ich im Urlaub, aber doch letztes Jahr, da habe ich mir die auf die Schnelle, weil die sind recht gut von BB, die kosten zwar über 2 Euro noch was, 25 Tücher, ist schon teuer, ne? Aber die waren nicht schlecht, die habe ich mir da im September jetzt im Urlaub gefahren, sind im Allgäu, ne? War ich da für ein paar Tage und da habe ich mir dann eben mal diese gegönnt. Ja. Dann haben wir hier Silver Sparkle von Bilou. Das ist leer. Ja. Bin ich auch froh, das war auch so ein Kandidat, wo boah, ich so abgemüht habe, bis da mal Schaum rauskommen ist, jetzt ist leer. Also ich ja, manchmal, es kommt nichts mehr raus, ich weiß nicht, ich habe das weg, weil der Geruch ist auch nicht gut. Ich bin da nicht so von den Bilou-Sachen so begeistert, mag ich nicht so.
Dann haben wir von Chevens Perfect Skin Beauty Konzentrat. Ja. Und zwar ist es mit Hyaluronsäure, Szechuanpfeffer, ja. Ideal nach der Tagespflege. Genau. Glanz und Poren. Leichter Make-up-Effekt, genau. Darum nach der, weil das ist wie ein Primer. So ganz leichte Tönung hat die gehabt und ist wie ein Primer. Ich liebe das, 5 Kapseln, 5 Anwendungen. Ich mag es sehr. Und ja, sind natürlich Silikone drin, ne? Ist ganz klar. Aber nee, ich würde es mir immer wieder nachkaufen, aber ich habe genug Primer und ja, Dinge von daher. Jo. Ne? War gleich getönt, wie gesagt, war sehr, sehr gut. Also ich mag die von Schemes. Ja, wie gesagt, würde ich immer wieder nachkaufen. Sleep and Repair Maske, zellerneuernd und regenerierend. Ja, da haben wir die da. Was hat die gemacht? Die war sehr gut, ja. Glatte und strahlende Haut, die passende Pflege. Null Silikone, keine Paraffine, abends gleichmäßig auf die gereinigte Gesichtshaut auftragen, Augen und Lippenpartie aussparen, während der Nacht einwirken lassen. Genau. Habe ich gemacht, war super. Ja. Würde ich mehr kaufen? Ja. Muss es noch geben, würde, aber ich glaube, das gibt es nicht mehr. Gräsin Stella. Rosenspray von Gräsin Stella. Ja, ist nicht schlecht gewesen, war halt der Rosenspray. Hydrating-Faisal-Spray, so wie Rosenwasser, ne? Sprüht man sich das halt ins Gesicht. Ja, war gut, war bloß so ein kleines Fläschchen. Ist leer. Wird, ja, nicht nachkaufen, weil, ja, für das kann ich mir an das Rosenwasser auch rein. Fußmousse, Pink Pineapple habe ich leer gemacht, ja, von Balea, war sehr gut, der Duft war gut, luftig leichte Pflege, warm für den Sommer und für die Füße und ja, nach Ananas haben die Füße geduftet, ja, es war gut, ich würde es mir nachkaufen, ja, aber ich habe jetzt noch was anderes da, ne, auf jeden Fall. Hier haben wir nochmal ein Isana-Wasserspray. You are flamazing. Erdbeer-Himbeer-Duft. Ja. Ich glaube, das ging nicht mehr. Das ist jetzt aber auch leer. Ja, nee, das hört sich so an, aber das ist Dings, der Verschluss ging dann auch nicht mehr. Aber der Duft war gut und wie gesagt, ich nehme das immer gern zum Make-up fixieren. So. Pixi Skin Treats Glow Tonic. 100 Milliliter war gut. Ja. War halt 5% Glycolic Acid Exfoliating. Das ist zwar auch so ein Toner, wo gleichzeitig so peelt, weil Glycolic Acid, ne? Ja, Exfoliating und so weiter. Na, war nicht schlecht. Also, ich habe es ja in die Boxen immer drin gehabt. Ne? Aber ja, ich würde es mir jetzt nicht direkt nachkaufen, wenn mir der Preis doch zu hoch ist für das. Aber ja, war sehr gut. Eine Bodylotion ist leer gegangen von Christina Aguilera. Ja, Unforgettable. 50 Milliliter. War sehr gut. Jo. War bloß, wie gesagt, der Kleine. Es war gut, würde ich mir nachkaufen. Ich liebe Christina Aguilera. Und ja. Da haben wir dann nochmal Repairing Handcreme. Feel Free Sweet Almond Öl. Ja. Das ist von Bio Branding. Hatte ich, glaube ich, auch einmal in der Box. Ja, Handcremes gehen immer leer und ja,
braucht man immer. A Beautiful Lash Eyelash Formula. Da haben wir hier ein Wimpernserum, das leider leer ist, was sehr gut war in der Box drin. Würde ich mir nicht nachkaufen, ist schweineteuer. Einen Einmalrasierer auch leer geworden. Dann, ja, jetzt kommen die Kryolan Eyebrow Fixing Gel ist leer. Mache ich nicht auf, war sehr gut, hat die Augenbrauen gehalten den ganzen Tag. Und ja, ich würde es mir nicht nachkaufen, weil ich habe was anderes, aber trotzdem, wenn ich es in diese Dinger drin habe, dann mache ich das. Ah, von Dresden Essenz Wintermagie Pflegebad mit wohlig würzigem Duft, entspannend und wärmend. Ja, war sehr guter Duft und ja, so richtig typisch Winter, wie gesagt, ihr wisst, wie ich das dann mache. Nochmal eine Nagelfeile, die hinüber ist. Ja, da haben wir eine Nachtcreme, würde ich sagen, Night Brightening Sleeping Facial. Ja. 20 Milliliter waren da nur drin, habe ich auch leer gemacht. Jo. War sehr gut, hatte ich auch in der Box drin. Ich glaube, ich habe die nochmal, aber jetzt, muss jetzt mal die ganzen Sachen aufbrauchen, wo ich in die Boxen drin habe. Von daher habe ich die leer gemacht. War super für Nacht. Jetzt Nachtcreme war gut, ja. Dann haben wir hier Volzes Lash Lift, auch wieder eine Mascara von Maybelline, hatte ich im Adventskalender von Maybelline drin. Die war sehr gut, es war so kleine, das war eine sehr, sehr gute Mascara. Ja, das war nur eine kleine Größe und hat aber trotzdem auch schön lang gereicht. Dann haben wir hier Dr. Ifrio Vitamin C Hyaluronic Acid Night Moisture. Ah ja, das ist sehr gut. Das ist für Nacht, das war sehr, sehr gut. Der Geruch war auch sehr angenehm und ja, sehr, sehr gut. Das habe ich auch sehr geliebt als Nachtpflege. Ja, auch von der Pflege her. Isana Augenpads, Sternenzauber. Waren gut, ja. Kann nichts anderes sagen. Ich mag so Augenpads gerne, ne? Von daher, ja. Ja, und Isana, ich glaube, die habe ich mal von, als Geschenk waren die auch mal im Dresch- und Wanderpaket, glaube ich, von Heike Alice war das. Geschenk. Ja, die waren gut. Habe ich gerne verwendet und ja. Dann haben wir hier Kollagen, Lecithin, Rhytorol, Retinol und so weiter. Ja, Activator Serum mit Retinol und. 30 Milliliter kostet ja 104 Euro, kostet ja so ein kleines Ding hier, ne? Ja, würde ich mir nicht nachkaufen. Viele mögen das nicht. Ich liebe es. Ich habe schon so viel von den Avon leer gemacht, weil ich es liebe. Aber für den Preis würde ich mir das in keinen Fall nachkaufen. Aber wenn es in der Glossy Box oder Glossy Box Adventskalender drin ist oder in so Spezialboxen, liebend gerne. Nehme ich die, jetzt habe ich kein Avon-Produkt mehr zurzeit, leider. Also sowas da nicht mehr. Aber ich habe da schon ein paar. Ich mag es. Aber wie gesagt, des Preises wegen würde ich es nicht nachkaufen, weil das mir zu teuer ist. So, dann haben wir hier von Fix & Rouge Wonderlove Clarify oder Clarity.
Das war auch ein Serum. Ja, Glow Micro Refining Serum. Genau. Das habe ich leer gemacht, war auch sehr gut. Fixen Rouge mag ich auch. Ja. Wie gesagt, ist auch höherpreisig, würde ich mir auch nicht nachkaufen, aber ich habe ja Serum genug. Dann haben wir hier Skin and Co. Trüffeltherapie. Ja, Polishing Micro Exfoliating. Ah, genau, das ist Peeling-Geschichte dazu wird zum. Ja. Genau. War sehr, sehr gut. Jo. Bisschen kommt immer noch was raus, wenn es so steht, klar. Aber ja, es war halt ein Glänzer, ne? So Gesichts. Ja, Exfoliating. Reiniger war das, ne? Ja. War gut, ja. Dann haben wir hier Elixir Botanik, so ein Anti-Pollution Reparatur. Von Yves Rocher, Sure Day Cream, also so kleine bloß 7 ml, ist ja nichts drin. Von daher geht es natürlich schnell leer. Auch nicht schlecht, ja. Dann haben wir hier auch, ja, eine Mascara in der Tube, nie wieder, boah. Nourishing Mascara, die hat ja so voll gesaut und ihr seht, da außenrum ist die ganze Mascara und ja, die ist fast leer gewesen. Ich habe es dann entsorgt, weil mir hat es dann, war das dann zu blöd. Hatte ich auch mal ein Dings von B&B, das ne? Butanik Beauty. Ja, keine Ahnung. Volumizing Mascara, no. Mit Mandelöl und Kameliaöl, nein. Ich habe so eine Schweinerei gehabt, ich habe die Mascara überall hängen gehabt. Nur nicht da, wo sie sollte. Ne? Und die habe ich jetzt entsorgt und nope. Nicht mehr mit mir. Kiehl's Ultra Facial Cream. Ja, sehr schön. Eine Tagescreme habe ich leer gemacht. Von Kiehl's sind ja auch nicht viel drin. Waren ja auch bloß 7 ml oder was? 14 ml. War sehr gut, ist auch sehr hochpreisig, Kiehl's, ne? Würde ich mir aber vielleicht nachkaufen, wenn ich nichts hätte, würde ich es mir kaufen. Weil Kiehl's, ja, durfte ich jetzt mehrmals mal ausprobieren. Ein, ja, Trend It Up Contour and Glide Stift, der geht nicht mehr. Ja, und dann geht er, fällt er raus. Ja, also von daher, nee, der fällt raus und geht auch nicht mehr weiter. Kommt weg. Trend It Up war das. War nicht so mein Fall. Balea Q10, ja, an die feine Nachtcreme, leer gemacht, nur so ein kleines Töpfle, ja, klar. Kann man nicht viel sagen, 5 ml ist schnell leer, macht was es soll, pflegt und ja, von daher. So, jetzt haben wir es gleich, Gott sei Dank. Dann kann ich das entsorgen. Boah.
Dann haben wir hier Huxley Secret of Sahara Augencreme. Konzentrat, ja, so ein kleines Probeding. War nicht schlecht, aber man kann ja nichts sagen von so einem kleinen Probeding. Kann man nicht sagen, ist die gut, ist die nicht gut. Also, ja. Dann habe ich gemacht von Ella Mascara einen Primer. Ja. Es war so gelhaltiger Primer. Ja. Hydrafeil, ja. Habe ich leer gemacht und ja, ist auch ziemlich teuer. Ich habe Primer und ja, hat jetzt auch nicht so viel gemacht. Also ich habe da andere Primer. Aber ja, gut, ist leer gut. Dann haben wir nochmal von Yves Rocher Sensitive Camomille Soothing Light Cream. Sensitive Skin habe ich nicht, aber lichte, kalmierende Creme, ligera, leichte, beruhigende Gesichtspflege. Ja, 7 Milliliter, was will man da sagen? War halt im Adventskalender drin und man braucht die kleinen Dinger da recht aufzügig. Elixir, Botanik, Sleeping Care, ja, Nachtcreme, auch 7 Milliliter. Kann man nicht viel sagen, sind ratzfatz leer gegangen, aber man kann eben nicht viel sagen. Was habe ich jetzt da? Von Tromborg. Ah, Tromborg eine Mascara. Die war sehr gut, ja. War auch eine kleinere Größe. Ja, Mascara Black. Die war gut. Die hat alles gerettet immer. Da habe ich dann diese Tubenmascara gehabt und wenn es mir die zu krümelt hat oder zu sauereich war, habe ich immer die Tromborg-Nummer. Und ja, ich habe mir alles gerettet. Die fand ich gut, ja. Habe so viel Mascaras noch. Dann habe ich einen Lippenstift aussortiert von P2 und zwar ist der schon ziemlich alt und schaut auch gar nicht mehr schön aus, riecht auch nicht mehr schön und sieht auch nicht mehr appetitlich aus, ne? Wie ihr seht und dann diese Farbe, oh. Ich weiß nicht, was ich damals mir dabei gedacht habe, mir so einen Lippenstift zu kaufen, damals fand ich ihn schön. Seht ihr, habe ich ganz schön schon benutzt, aber nein, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt kommt er weg. Ja, von der Farbe her gefällt er mir nicht mehr. So, eine Tasche ist leer, der andere Sack ist voll. So, noch nicht ganz voll, aber ja, jetzt haben wir schon fast eine Stunde aufgebraucht, Sachen, wo ich jetzt euch, ja, schlimm. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Weiß nicht, ob wir uns noch mal sehen, das Wochenende vielleicht, doch könnte sein. Weiß noch nicht, weil morgen geht's wieder. Habe ich wieder, heute habe ich mal Leerlauf drin und darum habe ich schnell das Video gemacht. Okay, meine Lieben, dann. Bis zum nächsten Mal, ne? Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.